nur. Wie weit ist denn das entfernt? Aber Gegner aus Vergleich zu dem anderen, oder? Ich könnte auch noch ein MTV ranholen. Ja, nee, aber ich glaube, das ist. Ich hol auch den Insurgent Pickup. Damit zwei hier dann schießen können. Ja, oder so, genau. Muss okay, mal einer beim Bahnsteigen. Kannst du bei mir aufsteigen? Ja, warte, ich komm mit. Ha, cool. Ja, nice. Ja. Mein hier drin sind wenigstens ein bisschen sicher. Also wir kommen danach, ja. Okay. Dauert glaube ich hier noch ein bisschen. Ich bin der beste Fahrer. Mhm. Ja. Schön. Sind für sie gut. Matthias, hier sind wir wenigstens ein bisschen sicher und wir können dann halt eben auch den, naja, hier auch Konter geben, oder? Zur Not kann ich ja vielleicht nochmal bei der nächsten Mission ja vielleicht auch meine eigene Akkula nochmal holen. Und dann kannst du sie ja schon mal Probe fliegen, wenn du Lust hast. Was? Die Akkula? Ja. Habe ich schon geflogen in der anderen Vorbereitungsmission, die lässt sich ultra geil fliegen. Okay. Mit was kann man die alles aufwerten? Naja, du kannst vorne eine Doppel-Minigun ranmachen, die ist aber nicht so stark, das würde ich jetzt nicht empfehlen. Du kannst Lenkraketen oder hier Sperrfeuer raufmachen, da musst du dich halt für entscheiden. Ja. Und sonst nur halt nochmal dieses Auftunen und halt eben ein paar bessere, ein paar andere Tarnung ranmachen. Okay. Das Sperrfeuer, lässt sich das auch, visiert das dann auch automatisch an und so? Nee, 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 das ist wie beim Hunter. Einfach runtergucken und dann hier schnell hintereinander wegfeuern. Ja. Aber das ist nicht so gut. Dann lieber Lenkraketen. Ja. Würde ich jetzt zumindest empfehlen. Was schießt du überhaupt die ganze Zeit? Autos. Aber erstmal noch schön in die Luft schießen, obwohl da nichts ist. Oh, soll ich auf die Straße gucken? Ja, vielleicht hier macht sich langsam so eine schleichende Paranoia bei ihm hier bereit, wie du weißt. Er wartet den genauen Blick, den Tarnheli, oder? Da ist er. Ich seh ihn. Nee, das war doch nur ein Passagierflugzeug. Oh, jetzt stürzt es ab. Boah, das Ding beschleunigt noch nicht mal auf 100. Was ist denn los? Hast du halt nicht aufgetunt? Doch. Aber wo ist die bessere Minigun? Gibt's keine. Doch. Brauch ich nicht. Hat er denn nur das normale MG drauf? Und vor allem gibt's oben bessere Panzerung für mich. Ach. Hast du den normalen geholt, hier über Pegasus? Ja. Guck, auf den habe ich geschossen. Tschüss. Ziel ist es, alle Lichter auszuschalten. Du Arsch!
Wenn es einem bei den Missionen helfen könnte, damit die Leute einen nicht mehr so leicht sehen. Er ist ja ganz praktisch. Ja. Ich meine, er macht Platz. So, ich habe auch mitgemacht. Ich habe eine Laterne umgefahren. So, jetzt wetten wir auf Pferderennen. Ja. Wett auf den da. Da ist eine Mauer. Ja. Guck, hier ist eine Mauer. Nein, ich seh nix. Weil ich guck die NZ auch zurück. Oh, Sommersterne. Entschuldigung, oh, irgendwie haben wir jetzt bekommen hier, weil wir beim Haus sind. Matthias, wir müssten rein. Komm, wir halten draußen Deckung. Gut. Hallo? Hallo? Nein, ich meinte ja. Hier, ich komm nicht rein, deswegen. Ah, oh, wir sind da. Da muss ich stehen bleiben. Drin bleiben im Auto. Drin bleiben. Aber Matthias, ich glaube, bei mir war das zwar ein anderes Haus hier. Wo ich mal reingegangen bin. Ich musste irgendwie mal zu in der Ecke da, wo auch Matratzen wohnt, weißt du? Hier in der Nähe wohnt doch Messer. Ja, aber als ich die Mission mal alleine gemacht habe hier, weil ein paar Freunde von mir Blödsinn gemacht haben und so. Habe ich hier zumindest bei Matratze sowas hier machen müssen. Seid ihr überhaupt zum Haus drin? Ja, wir sind drin. Ah, hier, ich hab ihn. Also, Matthias, ich bin jetzt zwar kein Experte, ich arbeite bei keinem Sicherheitsunternehmen, aber ein Tresor sieht für mich anders aus. Ja, das gut. Wie lange braucht ihr noch da drin? Wir sind gleich fertig. Wir kommen raus. Sehr gut. Also, ich stehe schon draußen. Also Richtung Kampfbomber. Was? Kampfbomber fährt falsch. Ach so, oh Mensch, ich habe eben das komplett falsch verstanden. Ich dachte schon, hier wäre einer. Baby down. Kampfbomber, sollten wir nicht bei denen in der Nähe bleiben, um Deckung zu geben? Oh, die haben noch den besseren gezogen. Und die fahren noch schneller weg als ich. Wenn ich mal Vollgas geben könnte. Oh, hier die sind weg. Ach, was war einer? Vor uns ist einer. Vor uns ist einer. Nach vorne. Ein Spieler. Komm mal her! Murkt sich ab. Gut, noch mal kurz. Das ist so schlimm. Schieße jetzt tatsächlich auf mich. Matthias? Eigentlich nicht. Gut. Bin Schatten. Das hätten wir geschafft. Oh, da vorne geht's weiter. Feuer! Ja,
Hä? Ja? Sorry? Ja, bitte? Bist du jetzt in der leeren Lobby? Bei mir steht hier alle. Ja, du bist rausgeflogen. Ich bin rausgeflogen. Ja, Spielerport. Ich schieß gerade noch die ganzen Kopf ab. Ich steig mal aus. Ach, kann ich gar nicht. Doch jetzt. Also bei mir habt ihr hier einen Crash gebaut. Wir fahren beide noch. Ich steig mal ein bei ihm, ja? Okay, geht nicht. Gut, dann sollen wir dir mal nachschleunen, oder? Am besten, ja, weil wir beide sind jetzt drin. Ich hüpf gerade auf Manni seinem Kopf rum. Ach scheiße. Leute, hört ihr mich noch? Ja, ich höre euch noch. Ja. Bei mir ist die Verbindung gerade unterbrochen worden. Ah, ich bin schon auf dem Fest gut. Also ich bin irgendwann noch da, aber... Ah, jetzt sind alle fort. Alle weg. Bin alleine. Mit einem einzigen. Aber ich kann doch weitermachen. Ja, mach weiter. Ja, aber das Auto ist abgeschlossen. Schau dir ein anderes. Nein, das, die Tasche liegt im Auto drin. Ich hab die Tasche. Ich hab die Tasche. Ach gut. Ich nehm den Bullenwagen. Ich muss den Bullenwagen erst knacken. Ich bin gleich tot. Ja. Hab ihn. Ich muss Lester anrufen. Versuch mal wieder bei GTA Online reinzukommen. Aber ich bin alleine, ihr könnt ihr ruhig reinschauen. Ich lade euch gleich ein. Wenn ich, ich stehe gerade auf einem anderen Kopfwagen. Ja, steig mal aus. Also Bullen habe ich abgeschüttelt, das Problem ist, da sind noch andere Typen. Ich muss mir kurz vom Mechaniker einen Kuruma oder so bestellen. Hallo Mechaniker, ich hätte gern Kuruma. It's on the way. Okay, I got stuff to do. Bitte park ihn hinter mir. Ja, danke. Schnell weg. Hallo Kampfbomber. Da bin ich wieder. Bring kurz den Laptop weg. Ja, ich folge dir einfach. Aber zum Glück darf ich es noch alleine weitermachen, sonst hätten wir ja nochmal anfangen müssen hier. Ja, das war auch gerade meine größte Sorge. Meine Sorge war gerade eben, dass der Laptop in dem Auto drin liegt und ich nicht drankomme. Kannst du die anderen so lange einladen, Kampfbomber? Ja, die können über Party joinen. Habe ich auch gemacht. Aber ich bin offline gestellt. Ja, ich kann dir trotzdem joinen. Okay. Wir können ja Moment, den Level 6er da dann rauswerfen. Da hat man eine leere Lobby. Ja. Dann einfach alle offline stellen und dann passt das. Die Gefahr schon mit, dass ich hinter dir schon langsam bin. Wie ist eine Film mit dem Auto? Carrie? Ja. Was böse wurde? Ja, bitte? Meinst du? Nee, ich meinte ja. Carrie meinte ja den Film mit dem bösen Auto. Oder? Ah, ich kenne so einen Film mit einem bösen LKW-Fahrer. Ah, war das der von Spielberg hier irgendwie, wo der immer den Leuten hinterher... Ja, ja, sowas, so ein Horrorfilm.
Ach gut, jetzt komme ich in die GTA Online rein. Ja, auch mal angehübt. Hier steht fit. Die Hintergrundmusik von der Dings hier ist gar nicht nervig. Die schneidest auch die Musik aus. Ja, ich war wahrscheinlich abgebogen. Wer hofft sogar nicht? Okay, sag mir gleich mal, wie ich die Musik ausmache, bitte. Bin gerade bei euch, bin rein. Mach noch eine Rolle. So, abgeliefert. Und ich bin auch beim Nachfragen. Nein, ich bin rein.